Moin und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Watch Dogs mit Captain Yamato. Hi. Wir nehmen gerade wieder eine neue Sitzung auf, ganz frisch, und es haben sich einige Dinge verändert. Das muss ich jetzt gleich erstmal. Jetzt kommt wieder ein Anruf. Ich habe den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal einen Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die mich. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Ja, Vorahnung. Ja, so. Die Vorahnung. Wichtige Sachen haben sich getan. Ja. Und da will schon wieder einer ein Foto von uns machen. Ey, was? Das will ich mir schon wieder. Da drüben, ey. Das gibt's nicht. Diese Spanner immer. Also, ich gehe mal hier in die Statistik rein, ja? Ja. Und da sehen wir, krasse Sachen haben sich getan. Ich kann jetzt hier leider mit einem Cursor nicht irgendwie zeigen, was sich getan hat, aber ihr seht da unten bei Geld und Wertsachen, ja? Wir haben jetzt 655.000. Ja, wir haben auch, Moment, da gehe ich mal in den Fortschritt, 76,1% des Spiels schon gemacht. Unter anderem alle Nebenmissionen? Hm. Nebenmissionen und alle Minispiele. Oder fast alle Minispiele. Wie ist das passiert? Ja, wie ist das passiert? Wie ist das eigentlich passiert? Weil ihr habt das ja gar nicht gesehen. So, das ist eine lange Geschichte, ja. Ich mache schon mal einen Wegpunkt und fahre dann schon mal zum nächsten Job, den wir machen müssen hier, ja. Zum nächsten Auftrag. Wo waren das jetzt? Haben wir überhaupt schon einen? Was unten im Süden. Im Süden? Links im Süden? Nicht? Nein? Warte mal, haben wir schon einen? Ja, doch, links. Da. Das ist irgendwo links, dachte ich doch. Moment mal. Warum ist denn da auch kein Hilfepfeil, in welche Richtung das geht, ey? Oh, wir haben hier gerade ein quietschendes Geräusch vernommen. Ah, ich hab's gefunden. Da oben. Wir haben hier gerade ein merkwürdiges quietschendes Geräusch vernommen. Das sind wieder die in der Wohnung hier drüber. Die machen wieder irgendeinen Quatsch, so. Der Nachbar bricht durch. Ja, der bricht durch. So, also, wir haben jetzt eine Wegmarke und ich muss erzählen. Ich wollte erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir so viel Kram freigespielt haben. Ja, bitte. Wir haben ja bei der letzten Sitzung ein kleines Problem gehabt. Und zwar hatte ich, bevor wir das aufgenommen hatten, die letzte Sitzung, habe ich noch groß getönt, von wegen, mir ist nie eine Aufnahme verloren gegangen. Jetzt könnt ihr natürlich raten, was passiert ist. Die Hälfte von dem Zeug, was wir bei der letzten Sitzung aufgenommen haben, ist nicht aufgenommen worden. So, was heißt das bei Watch Dogs? Dadurch, dass man ja nicht zu einem früheren Stand des Spiels zurückkehren kann, also nicht einfach mal was laden kann, um dann da wieder neu anzufangen, Schicksal, muss man das ganze Spiel von Anfang an nochmal bis dahin spielen. Mhm. Ja, und das habe ich auch gemacht. Ich habe es aber ein bisschen übertrieben. Nur ein wenig. Ja, weil ich hatte dann zwischendrin, wenn dann hier immer mal mein Netzwerk rendert und so, dann kann ich halt die Computer nicht benutzen, bla und Keks, und dann mache ich halt irgendwas anderes. Dann habe ich halt so ein bisschen Langeweile gehabt und habe Watch Dogs gespielt. Ein bisschen Langeweile, ja, und habe dann ein bisschen Watch Dogs gespielt und ich habe das Spiel halt sehr krass gespielt. Sehr krass. Ja. Also ich habe da einiges freigespielt und habe auch hier diesen Mantel, den wir jetzt tragen, ja, der ist auch neu, den habe ich neu gekauft. Hat 5.000 gekostet, ja, Schnäppchen, ja. Ich meine, wir haben so viel Knete gerade. Das ist so unglaublich. Ja. Und genau, diese ganzen Verbrechen-Erkannt-Dinger habe ich gemacht. Ich habe den ganzen Fähigkeitsbaum habe ich freigeschaltet. Also wir können jetzt alles. Ja, alles, was geht, das können wir. Das ist natürlich optimal. Wir sind die ultimative Waffe. Genau. Und wir kennen jetzt natürlich auch schon die nächsten paar Missionen, die da kommen. Weil wir die natürlich schon gespielt haben. So. Ja. Also es ist jetzt nicht blind oder so, ja. Nein. Das Problem werden wir aber folgendermaßen lösen. Wir werden das so machen, dass ich alle Missionen spiele, die letztes Mal Captain Yamato gespielt hat. Genau. Und er wird alle Missionen spielen, die ich das letzte Mal gespielt habe. Richtig. Und man muss dazu echt sagen, wir waren echt gut das letzte Mal. Ja, wir waren super geil. Wir waren so cool. Wir haben teilweise Missionen in einem Rutsch beim ersten Anlauf geschafft. Und was für Dinger. Aber echt. Boah. Ja, Freude, könnt ihr euch nur freuen. Ja, ich hoffe, wir kriegen das jetzt auch genauso gut hin. Ja, das ist auch. Ich meine, geübt habe ich ja jetzt. Ja, ja, darum genug. Aber du kannst immer noch genauso gut fahren wie vorher. Ja, ne? Aber die Karre ist auch irgendwie scheiße. Ist irgendwie nicht so geil. Wie gesagt, ich bin diese niedrigen Geschwindigkeiten beim Autofahren nicht gewöhnt hier.
Ich brauche eigentlich was mit mehr PS. Ja, viel mehr. So, sowas wie ein Ford Mustang oder so. Ja, klar, auf jeden Fall. Boah. So. Mann, wie weit ist das denn, ey? Guck dir das mal an, das ist eine halbe Weltreise. Ja. Das ist einmal mit dem Ford Mustang gefahren, dann ist er völlig verwoben. Und komm gleich von der Straße ab. Ja. Da ist der Mustang gewesen, hast du es gesehen? Obwohl, war Online-Rennen. Ach ja, genau, das muss ich auch noch erwähnen. Ich habe mein Uplay-Account eingegeben. Sehr gut. Und jetzt kriegen wir aber blöderweise immer diese komischen Anfragen für irgendwelche Online-Rennen und Online-Hacking und so. Also, das ist ein bisschen nervig manchmal. Weil so, darum kamen die bei dir vorher, Mann. Ich habe mich immer gewundert, warum die bei dir nicht kamen. Ja, stimmt. Du hattest dich gewundert und daran liegt es nämlich. Ich hatte vorher nie das Uplay aktiviert hier bei Watchdog. Jetzt habe ich das mal aktiviert und hätte ich es mal nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es nervt teilweise doch schon, wenn du irgendwie nur wie jetzt gerade. Weil ich glaube, das Spiel erkennt, wenn du halt keinen Auftrag machst. Mhm. Wenn du halt einfach nur irgendwie rumfährst. Und dann kriegst du verstärkt so eine Anfrage. Ach so. Und das Problem ist aber, wenn du einfach nur so wie jetzt gerade zu einem meilenweit entfernten Auftrag fahren willst, kommen diese Anfragen halt ständig. Mhm. Das ist halt echt nervig. Ja, stimmt. Ja, weil in der Mission kommen die eigentlich selten. Dann kannst du auch nicht, weil du ja mit einer Mission bist, dann kannst du ja so genau nehmen, oder? Weil diese Online-Hacking-Dinger und das alles, das zählt auch als Mission. Ja. In dem Moment, wenn du das annimmst. Ja. Das ist ein bisschen, das ist, suboptimal. Ja, das stimmt. So, die Mission, die jetzt kommt, die hattest du gemacht das letzte Mal. Das heißt, die muss ich jetzt tatsächlich spielen. Mhm. Die war auch gar nicht so einfach, ey. Nee, ich glaub nicht. Wir haben das dann aber mit einem, mehr oder weniger mit einem lustigen Trick haben wir das, glaube ich, gelöst. War das hier? War das das? Ich glaube, ja. Mal gucken. Schauen wir mal. So. Wo sind wir denn hier gerade? Am Arsch der Welt. Am Arsch von gar nichts, ey. Das ist, glaube ich, der letzte Winkel der Karte. Ja. Hier geht's schon nicht mehr weiter. Hier. Wenn ich hier lang gehen will, da geht's nicht weiter. Oh Mann. Okay. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Bloom HQ. Was ich auch mache, Bloom ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. T-Bone? Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart erstmal ab. Los, ja. Den müssen wir verfolgen jetzt. Und ich nehme mal das Motorrad. Nimm das Motorrad. Weil das hattest du das letzte Mal, glaube ich, auch genommen. Deshalb nehme ich das jetzt auch. Wow! Oh. Ja. Okay. Das war leicht knapp, ich gebe es zu. War gekonnt. Ja, das war, das war natürlich, das habe ich natürlich kommen sehen, so, natürlich, dass das passieren würde. Oh Gott. Oh, die Musik ist schon wieder so unglaublich laut. Warum kommt überhaupt schon wieder Musik? Ist wieder so eine das soll, glaube ich, so Spannungsmusik sein. Oh ja, total. Also dieser T-Bone, ja, der ist ja, der wird ja auch im DLC vorkommen. Mhm. Es wurde ja ein DLC angekündigt zu Watch Dogs. Das muss ich auch mal an der Stelle sagen. Ist der längst raus? Nee, der ist noch nicht raus. Nee, okay. Der kommt im Oktober raus. Und das hilft uns, weil alles Routine ist. Bloom ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach Borny. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitschef. Der Kraft ist gefallen. Ich erinnere mich wieder an die Mission. Ja. Und der T-Bone, der wird halt in dem DLC die Hauptrolle spielen. Den wird man in dem DLC steuern. Okay. Da, und der T-Bone, das erfährt man in den Nebenmissionen, die ich schon gelöst habe. Der ist halt so ein Blumen-Whistleblower und der war da irgendwie so eine Art Edward Snowden gewesen, quasi. Also der hat sich da voll nicht mit der Politik, mit der Firmenpolitik einverstanden gefühlt und hat da irgendwie diesen Stromausfall halt verursacht in New York oder so. Und da sind halt Leute ums Leben gekommen und seitdem lebt er halt im Untergrund. Ach so, okay. So hängt das zusammen. Ja. Und was da genau passiert ist, das erfährt man halt in diesen Nebenmissionen. Also wie das da abgelaufen ist, was ihm auch passiert ist. Er wurde halt echt krass fies behandelt. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewacht? Die gleiche Gang. Da ist der eine. Wir müssen, glaube ich, zwei finden. Untergangspropheten, Regierungspropheten. Der andere war hier irgendwo. Typen wie wir. Die
spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Irgendeiner war hier noch. Ich glaube, man musste echt zwei finden. Vermeiden Sie eine Entdeckung, indem Sie Profile aus der Luft anlegen. Genau. Okay. Ja, genau. Das war jetzt hier mit diesem Hubschrauber. Oh, und du weißt, wir sind... Also wir sind beim letzten Mal... Oder du bist beim letzten Mal hier über diese Seite gegangen. Richtig. Und wir haben uns dann versucht, hier so reinzuschleichen. War aber nicht so effektiv im Endeffekt. Ich versuch's aber nochmal so. Ja. Ich werde jetzt keine Alternative benutzen, weil ich sag mal, das ist jetzt nur fair, dass ich genau die gleichen Probleme habe wie du letztes Mal. Na nee, gut, aber okay. Ich meine, kann man eigentlich über den Berg? Nee, kann man nicht. Nee, glaub nicht. So, der Helikopter nervt mich gerade ein bisschen, deshalb gehe ich da mal raus, der ist so laut. Aber sollst du nicht noch einen finden? Oder musst du nur den... Ich glaube, du musst erst beim Helikopter beide Profile anlegen. Das verdammt, das ist... Ja, stimmt, du hast recht. Du hast mal wieder recht. Verdammt. Moment. Sicherheitskoordinator. Ah, okay. Naja, okay. So. Das ist mehr als Telefon mir. Die kontrollieren den halben Park. Ist das normal in Pawnee? Nichts ist normal in Pawnee. Seit Blum angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Genau, die Hillbillies, die werden nämlich hier von multinationalen Konzernen werden die hier unterstützt, damit sie hier schön ihre Waffen horten können. Ja. Solche Leute hier. Genau so welche. Der Fette erinnert mich übrigens an den Typen aus OMSI 2. Ja. Der Charaktere. Ja, genau. Das Walross. Ja. Sehr schön. So, ich betrete ein Sperrgebiet. So, das wird jetzt echt heikel. Wie gesagt, die Mission, die war schon... Oh! Da geht's doch schon los. Da geht's schon los. Warum denn? Der hat dich doch letztes Mal auch nicht gesehen, ey. Fuck. Na. Schnell weg. Ja, gut, okay. Jetzt geht's definitiv los. Jetzt. Ich laufe einfach ein bisschen langsamer, damit ich ein bisschen unauffälliger bin. Ja. Viel unauffälliger jetzt. Natürlich. Zieh mich nicht. Der guckt dann völlig in die Richtung. Nein, das hat... Das war knapp. Alter, wie knapp war das denn, bitteschön, Alter? Und da kommt der Fette. Aber dass er mich. Guck mal, dass er mich hier hinter diesem Lattenzaun nicht sieht, das ist auch geil, oder? Allgemein, ja, das ist schon. Das ist schon echt. Da nehmen sie sich wieder. Oh, Kacke. Bitte sieh mich nicht. Ach ja, ich glaube, wir haben jetzt auch die Fähigkeit erlangt, dass wir diese Exekutiven hier. Oder wie heißen die? Die Erlöser? Diese fetten Gepanzerten, die haben irgendeinen Namen. Keine Ahnung, wie die heißen. Die fetten Gepanzerten, genau. Dass wir die halt auch mit dem Takedown platt machen können. Ah, das konnten wir doch letztes Mal schon. Das war, glaube ich, ein Bug gewesen. Ich glaube, es war ein Bug, weil wir haben die Fähigkeit nicht freigeschaltet dafür. Okay. Das war ein Bug gewesen. Dann war das echt Zufall. So, den lenke ich jetzt ab. Das hattest du nämlich auch das letzte Mal so gemacht. Mhm. Was ist denn hier los, verdammt? Und bei mir steht tatsächlich dieser tolle Laster hier. Das heißt, ich kann hinter dem in Deckung gehen. Der war bei dir, beim ersten Versuch war er da und dann beim letzten Versuch war er, bei den nächsten Versuchen war er dann nicht mehr da. Da war der dann weg. Glaube ich. Ja. War sehr merkwürdig. Naja, aber jetzt hast du ihn. Jetzt habe ich... Was? Ich glaube, der Helikopter ist es. Das wäre jetzt aber assi. Oh. Shit! Hey! Ja, stimmt. Bei dir geht das schön, oder? Ja. Ah, das ist natürlich extrem vom Vorteil. Ah, nein! Nein! Der Hubschrauber ist das! Der Hubschrauber ist das! Nein! Okay, scheiße. Ja, so viel zum Thema. Wir sind jetzt die absoluten Watch Dogs Pros. Ja. Wir haben das mehrfach gespielt. Wir sterben nie wieder. Ja, herzlich willkommen bei Watch Dogs. Fangen wir irgendwie so an. Oh, scheiße! Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, der Dicke da, der läuft da auch einfach ganz gechillt ins Sperrgebiet. Kein Problem für den. Ja, kann da. Ja, genau. Ja, die Frau. Oh Gott. Ah! Helikopter. Ja. Nee. Nee? Doch. Ach, flieg doch mal woanders hin. Naja.
Bin ich mal gespannt. Warum kommt der denn immer zu mir geflogen? Der kam doch das letzte Mal auch nicht immer zu dir geflogen. Das ist schon die ganze Zeit den Kreis. Aber ich weiß nicht mehr. Aber irgendwie hast du das instinktiv richtig gemacht immer. Wie schon. Also ich hab mich nicht so oft gesehen zumindest. Ja. Das stimmt. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass der so ein Problem war. Oh, fuck. Der ist echt diesmal richtig nervig. Alter! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Habe ich irgendwie den Schwierigkeitsgrad verändert? Wahrscheinlich. Dadurch, dass du alles freigespielt hast, haben sie ihn automatisch angepasst. Ja, wahrscheinlich. Der dynamische Scheiß-Schwierigkeitsgrad schon. Also wieder. Es macht überhaupt keinen Sinn, Level zu steigen oder sich abzudaten, weil das Spiel wird einfach aber schwieriger. Ja. Ah, jetzt ist der Scheiß-Lastwagen wieder nicht. Wie ist der jetzt wieder nicht da? Aber warum? Der ist ja gar nicht kaputt gegangen. Aber die dicke Olle ist da. Da können wir uns hinter der verstecken. Ja. Dann werden wir auch nicht gesehen. Den fetten Arsch. Können in ihre Backdoor kriechen. Hey, oh Gott, nicht schon wieder die Backdoor, Alter. Klong auf die 12 und wieder hier in Deckung jetzt. So machen wir das jetzt nämlich. Hit and run. Ja. Flieg weg. Was? Geh weg. Wer hat da Scheiße gesagt? Da hat einer Scheiße gesagt. Komm, sie? Schon wieder her. Die, schnell die war doch gerade. Ja, die ist immer da. Ah. Guck mal, jetzt, der sieht jetzt die Leiche, die da liegt. Ja. Ja. Und er geht jetzt dahin und wenn er dahin geht. Ich weiß nicht, was das sieht die Helikopter, genau. Ja, genau. Ich muss jetzt gucken, dass er. Dass ich ihn irgendwie so. Scheiße, jetzt. Nee. Jetzt! Jetzt und jetzt! Schnell! Kawabunga! Stimmt, das kannst du jetzt nicht. Dann machst du es. Es ist ein bisschen aufwendiger, also man muss ein paar Mal zuhauen, aber. Das macht das echt einfacher, ne? Ja, ne. Weil man kann die jetzt genauso wie normale Fußvolk halt ausschalten. Das ist praktisch. Muss das wirklich ein Bug gewesen sein, wie gesagt, weil es hat ja auch nicht oft immer funktioniert. Ja, es hat immer so mal funktioniert und mal nicht, ne? Ja. Das war sehr irritierend. Flieg mal woanders den Hubschrauber. Ah, der fliegt kleinere Kreise, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der fliegt immer nur so. Das war vorher nicht so schlimm mit dem. Definitiv nicht. Es ist auf jeden Fall komisch. Hat mir den ausgeschaltet irgendwie? Nee. Nee, da hätten wir uns ja verraten, wenn wir das gemacht hätten. Nee, den hatten wir schon, der war auch schon so rumgeflogen, aber nicht so, ich weiß nicht, irgendwie. Du hast das wahrscheinlich, du bist immer so gelaufen, instinktiv, dass der nicht über dir war. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Weiß ich auch nicht, aber anscheinend. Ja, irgendwie musst irgendwas richtig gemacht haben auf jeden Fall. Also richtiger als ich, ah. Ja, bist jetzt auch nur einmal gestorben. Oha, fuck. Da steht übrigens einer, ne? Ja, ja, ich weiß. Den springen, aber. Fechtsport-Experte. Mm. Ich meine, ich könnte versuchen, mich an den. Zack, zack. Nicht schlecht, oder? Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Muss aufpassen, dass der Hubschrauber mich nicht sieht. Das ist ja genau über dir. Wow. Wow. Ich muss vor allem auch aufpassen, dass mich hier die fett gepanzerten Exekutiven mich nicht sehen. Ja. Und die Scharfschützen. Jo. Ich muss einfach aufpassen, dass mich gar keiner sehen will. Aufpassen. Ja, ich muss einfach. Vor allem. Genau, vor allem. Hier ist alles gefährlich. Der oh, da ist. Rum. Er lehnt an. Oben steht. Geht auf dem Dach. Da hinten steht. So, Moment. Wo war denn dieser andere Typ, den ich noch erwischen musste? Na, da hinten weiter. Hinter den zwei Wohnwagen. Ich überleg, ob ich erst den Platz machen soll. Ja, ich glaube, den solltest du auf jeden Fall vorher machen. Oh, der kommt sogar zu mir. Der Berg kommt zum Propheten. Der geht, glaube ich, jetzt hinten rein. Na dann. Oh, was? Wer sieht mich? Helikopter. Ah, fuck. Das hört ja nicht auf. Oh Gott. Oh Mann, Alter. Boah, Alter. Zieh mich nicht. Um Gottes Willen. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Stelle hier gerade. Ja, irgendwie. Ich nehme mal schon die Knifte, wer weiß. Sind wir die ultimative Knifte genommen? Oha, alter Schwede. Alter. Ah, ich kann seinen Kommunikator auch noch stören, falls es irgendwie... Hat er was gefunden? Was macht der da? Weiß ich nicht, keine Ahnung, hat irgendwas aufgehoben. Vielleicht hat er ein Zentrum gefunden oder so. Ja, na klar, braucht man ja. Vor allem, er sieht uns nicht, weißt du, wie wir da in der Ecke sind, aber den Cent auf dem Boden, ja, den sieht er natürlich. Er guckt ja die ganze Zeit auf den Boden wahrscheinlich. Weiter dahin. Das wollte ich jetzt unbedingt machen. Ja. Das musste sein. War aber sehr gut. Ist nicht aufgefallen. Ja, noch nicht. weißt du was? Oh, fuck. Nein, fucking shit.
Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Moment, noch nicht ganz. Boah, der hat dich voll im Visier. Ich weiß. Zeit schon. Ha, fail. Ah, sehr schön. Scheiße. Schnell in Deckung. Ah, fuck. Alter. Fug. Bleib doch runter, Ja, ja. Er kann mich nicht ag- Oh, oh. Oh, fuck. Da kommt er. Ich muss den noch hacken, ne? Scheiße, du hast ihn nicht. Okay, der zweite ist es. Es ist immer der zweite. Es ist immer der zweite. Letztes Mal war auch der zweite. Oh, ah. Oh, hast du gelaufen? Lauf, Aiden, lauf schnell. Alter. Nein, lauf, Aiden. Nein, Mann, scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt an der Stelle, wir müssen die Folge beenden. Mal, ja. Ich lasse es noch laden. So. Bis zur nächsten Folge Watch Dogs. Da schauen wir das dann hoffentlich. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Oh Gott. Wie das schon wieder losgeht, ey.